Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ich bin hier aus Singapur, einer der unglaublichsten Städte, wo ich je war. Und für Bitcoin ist jetzt wirklich die Zeit gekommen. Bis um 14.30 Uhr, roundabout heute Nachmittag, haben wir die Zinsentscheide und der Bitcoin-Preis bisher ist mit 60.000 Dollar und 60.600 um den Dreh herum. Gestern nochmal richtig volatil nach oben gestiegen. Für alle, die im Livestream dabei waren, freut mich natürlich und vielen Dank für euren Support. Jetzt entscheidet sich's halt wirklich. Und bei dieser Entscheidung, was wir heute sehen zum Zinssenken, da ist wirklich eines am Start. Und zwar nicht irgendwie so nur Volatilität am 5-Minuten-Timeframe. Und wenn du eine Woche zurückblickst, hast du dann im Endeffekt gar keine Auswirkung gesehen. Dieses Mal ist es wahrscheinlich schon so wie Ende 2022 oder Anfang 2022, dass man dann den nächsten Trend auf lange Sicht mitnehmen kann, beziehungsweise sogar ein Bullenmarkt, ein Run-Up entstehen könnte. Wir haben gesehen, S&P 500, gestern Abend All-Time High, Gold All-Time High Rally sowieso und jetzt natürlich Bitcoin noch ein richtig großer Nachzügler. Und jedes Mal, wenn wir diese Divergenzen gesehen haben, dass Bitcoin schwächer performt, obwohl es eines der bullischsten Assets überhaupt ist, hat man richtig große Momentumphasen bei Bitcoin mitgenommen. Jetzt ist natürlich viel Volatilität, viel Aufregung für dieses Event. Es wird bei mir hier in Singapur knapp 2 Uhr morgens sein. Ich hoffe, ich drücke das durch. Ohne Schlaf ist sowieso hier eine Katastrophe. Aber als kleiner Reminder, hier hinter mir seht ihr irgendwo das Gebäude von Standard Chartered. Das ist die mit dem... Ich zoome mal rein, wenn ich zoomen kann. Ihr müsst euch vorstellen, das sind hier Milliardengiganten und Finanzkonzerne. Das sind die Bitcoin-Bullen, die hinter mir stehen. Die sind bullish Bitcoin, die haben Prognosen von über 100.000 Dollar. Und heute wird wahrscheinlich von Market-Makern links und rechts versucht, irgendwie Volatilität, Zweifel und sonst was in die Kurse reinzubringen, viel Hebel rauszuliquidieren. Wir haben gesehen, bis 58.000 Dollar gestern nochmal riesengroße Long-Positionen reingefetzt, bevor der Kurs nach oben gegangen ist. Viele Marktteilnehmer, viele unglaublich große Leute sind eben in diesem Markt und wollen dich da rausdrücken. Wir haben auch einen Fear & Greed Index, der wieder leicht in die Neutralität gerutscht ist. Grundsätzlich Angst in so unglaublich hohen Preisen. Das mag zwar ungut klingen, Bitcoin bei so teuren über 50.000 Dollar Preisen kaufen zu müssen, aber bisher jedes Mal und seit 2017 sind die Leute am Weg zu sagen, Bitcoin ist zu teuer. Bitcoin bei 3.000 Dollar war natürlich zu teuer im All-Time High, aber da wo es hingeht, ist es auf jeden Fall noch ein sehr moderater Preis. Sage nicht ich, das sagen die hier, weil wir mit Prognosen von sechsstelligen Preisen auf jeden Fall dabei sind. Dementsprechend Leute, ich wollte ein ganz kurzes Update dazu geben. Falls irgendwas volatil wird, ich versuche um 2 Uhr morgens hier live zu sein, vielleicht von dort oben, wahrscheinlich aber von meinem Hotelzimmer. Ich bin da hinten im Fullerton, das man glaube ich gerade ganz knapp nicht sieht oder theoretisch könnte man es sehen. Ich drehe mal kurz die Kamera. Es ist genau hier was davor. Es ist ein unglaublich krasses Hotel. Es ist genau dieses fette Ding. Und ja, jetzt bin ich noch auf der Token 2049. Bedanke mich natürlich für BitGet, weil die haben mich hier eingeladen. Absolut krass. Wir sind heute noch ein paar Events abklappern. Es sind richtig viele Altcoin-Projekte, Analyseseiten und was auch immer am Start. Das interessiert mich eigentlich eher weniger, was so Altcoins machen. Da bin ich sowieso in Memecoins, sind auch einige Stände hier und viele Analyseseiten, viele On-Chain-Datenmetriken-Seiten und im Endeffekt coole Sachen, die man kennenlernen will. Ich hoffe, ich bekomme dafür auch noch ein gutes Recap hin. Das ist geplant. Wenn es die Zeit zulässt, mache ich es dann spätestens im Flieger auf jeden Fall. Richtig viele coole Dinge, die man lernen kann. Was auf jeden Fall die Quintessenz ist, egal wo der Preis hingeht, die Leute sind hier bullish. Hier ist egal, ob du bei einem 40.000 Dollar Drop auf Bitcoin-Preise eben kommst, ob du irgendwie eine Korrektur siehst, ob der Fear & Greed Index auf Angst ist. Das sind Leute, die sind in der Industrie, die sind seit Jahren in der Industrie und da ist man erstens natürlich, muss man fairerweise sagen, sind schon längst im Profit und ab 10.000 Dollar Bitcoin-Preise schon längst im Profit. Darum ist es denen auch egal, wenn man hier einen Dip sieht. Aber in Summe ist es natürlich hier einfach das Mindset, das Verständnis für Krypto. Wir haben wahrscheinlich, oder die wenigsten haben miterlebt, dass man bei Bitcoin-Preisen von 100 bis 1.000 Dollar irgendwie die großen Visionen hatte, Bitcoin irgendwann mal auf der Wall Street zu sehen und jeder sagte so, nein, wird nicht funktionieren, wie ist das? Es ist passiert. Jetzt ist wieder die größte Hürde, dass man einen Preisanstieg bekommt, die Riesenschritte, die Bitcoin und Krypto gehen muss. Und wenn ich hier in Singapur stehe und das eine Milliardenmetropole ist, nicht von den Einwohnern her, aber vom Kapitalfluss und Co. Alleine der Bau von diesen unglaublichen Gebäuden ist natürlich eine absolute Heftigkeit. Und da muss man einfach verstehen, die Leute, die haben hier
verstanden, worum es in Krypto geht. Die wissen genau, dass der nächste Schritt der Adoption mit den ETFs im Endeffekt nur der Anfang war. Und das ist natürlich richtig gut. Ich hoffe, diese Message oder diese Energie konnte ich euch damit vermitteln. Wir sehen und hören uns. Lasst euch nicht von der Volatilität rausnehmen. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr Fragen, wenn ihr Antworten sonst was habt, bei uns in der Telegram-Gruppe vorbeischauen. Da ist wie immer kostenlos jeder willkommen. Und sonst gerne auch Abonnent sein. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr diese kurzen, spontanen Updates feiert. Dementsprechend, wir sehen und hören uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao, Leute.